Der Oculus-Gründer baut das wahrscheinlich stressigste Headset der Welt. Die Dragon Age Netflix-Serie hat ein Startdatum und heute beginnt die Karnevalssaison. Ich bin Ann-Kathrin Kuhls und das und noch viel mehr sind die News am 11.11.2022. Tete! Die News werden euch frisch präsentiert von TikTok. Paul Malaki, der Gründer von Oculus VR, steht gerade auf der Grenze zwischen kauzigem Erfinder und Superbösewicht. Zumindest, wenn man seinen Blog-Eintrag liest. Da stellt er nämlich Nerf Gear vor, ein Headset angelehnt an das Headset aus Sword Art Online, dessen neuronales Interface eine großartige VR-Erfahrung bietet und den User tötet, wenn er im Spiel stirbt. Mit kleinen Sprengladungen. Spannende Prämisse für einen Manga oder Anime, leicht beunruhigend, wenn es tatsächlich hergestellt wird. Und sie sind schon halb durch mit der Entwicklung. Leider habe Paul Malaki laut eigenen Aussagen erst den explosionsartigen Todesteil erreicht. Die beeindruckende VR-Erfahrung lässt noch auf sich warten. Hier kommen wir an den Punkt, wo wir fragen müssen, ob das ein wirkliches Projekt ist, das er verfolgt, oder ein extrem elaborierter Troll. Denn, laut eigener Aussage, liegt das Headset aktuell in seinem Office als unfertiger Prototyp auf dem Tisch. Seines Wissens nach das erste VR-Headset, das seinen Nutzer umbringen kann, aber nicht das letzte. Hier möchte ich ein Lama zitieren. Karl, das tötet Leute! Das wusste ich nicht. Battlefield 2042 startet im November in seine dritte Season. Passend dazu haben die Entwickler einen Überblick gegeben, was für die nächste Zeit geplant ist. Wie bereits angekündigt, kehrt mit dem Update 3.2, das für Anfang 2023 geplant ist, das Klassensystem zurück. Das kommt weiterhin nicht mit Waffeneinschränkungen daher, aber je nach Klasse gibt es Vorteile für bestimmte Waffentypen. Außerdem sollen zwei weitere Karten überarbeitet werden. Manifest oder Frachtliste ist die erste, danach folgt Breakaway oder Umbruch. Beim Rework sollen beide Teile neu gestaltet werden, außerdem werden Deckungsmöglichkeiten hinzugefügt und Eroberungspunkte verschoben. Und natürlich gibt es auch wieder eine neue Karte, die schon im November kommt. Wahrscheinlich geht es dafür nach Stockholm. Zieht euch gute Schuhe an, anscheinend ist die Karte auf Infanteriekämpfe ausgelegt. Season 3 soll anscheinend auch Neueinsteigern Lust auf Battlefield 2042 machen. Mit dem Release der Season 3 kommt das Spiel nicht nur in den Game Pass und EA Play. Im Dezember gibt es außerdem Gratiswochenenden. Vom 1. bis 4. Dezember für Xbox-Spieler, vom 1. bis 5. für den PC und vom 16. bis 23. für die Playsee. Wie sehr ist bislang fällt das? Dragon Age Absolution, die Dragon Age Animationsserie auf Netflix, hat gerade nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch ein Release-Datum bekommen. Ab dem 9. Dezember geht's los, alle 6 Folgen der Serie erscheinen gleichzeitig. Da jede ungefähr 30 Minuten lang ist, könntet ihr theoretisch die gesamte Serie in einem Rutsch durchgucken. Die Story dreht sich um neue Figuren und Tevinter. Hauptfigur Miriam, eine Elfe, will zusammen mit einer Gruppe zusammengewürfelter Söldner und Söldnerinnen den mächtigsten Mann in Tevinter ausrauben. Ziel ist ein geheimnisvolles Artefakt. Allerdings läuft nichts so wie geplant und die Gruppe kämpft schon bald ums Überleben. Im Trailer werden bereits ein paar Partymitglieder vorgestellt, unter anderem eine Kunari-Magierin, ein auf Krawall gebürsteter Zwerg, eine Magierin und ein ehemaliger Freiheitskämpfer. Außerdem verstecken sich im Trailer Cassandra und Liliana, aber da sage ich euch nicht wo. It is an extremely dangerous artifact fueled by blood magic. Ein neuer Tag, ein neuer Soundtrack-Konflikt. Erst gestern habe ich euch ja ein Update zum Streit um den Doom Eternal Soundtrack gegeben. Heute geht es um Modern Warfare 2. Komponistin Sarah Schachner verkündete auf Twitter, dass sie ihre Zusammenarbeit zu dem Shooter und auch mit Warzone beendet habe. Grund dafür sei die gemeinsame Arbeit mit dem Audio Director, die sie je nach Übersetzung als anspruchsvoll oder schwierig bezeichnet. Sie erklärt, dass sie als Komponistin nicht steuert, wann und wie ihre Musik im Spiel eingesetzt wird. Das Mixen und Mastern des Soundtracks ist aber anscheinend eine andere Sache. Hier betont sie, dass das, was veröffentlicht wird, nicht dem entspricht, was sie als Künstlerin geplant hatte. Weiterhin betont sie, dass das Audio-Team an sich großartige Arbeit geleistet habe und hofft, dass Fans die Arbeit des Teams zu schätzen wissen. Schachner ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie komponierte bereits für 4 Assassin's Creed-Spiele, unter anderem Valhalla, 2 andere Call of Duties, Anthem und die Prey-Fernsehserie. We've got bigger problems. Zum Abschluss einfach noch was Lustiges vor dem Wochenende. Ich zumindest musste schmunzeln. Vergesst den DualSense, jetzt kommt Pferdetisch. Der Bastler Teenager hat sich gedacht, dass das Reiten in Red Dead Redemption 2 zwar cool aussieht, sich aber nicht realistisch genug anfühlt. Deswegen hat er Force Feedback in seinen Schreibtisch eingebaut.
Klar, er musste sowohl Monitor als auch Tastatur mit Panzertape festkleben, aber das war's wert, finde ich. Und dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unser neues Sonderheft zum Landwirtschaftssimulator 22 Platinum Edition ist ab heute erhältlich. Am 15. erscheint nämlich die Landwirtschaftssimulator Platinum Edition mit einer neuen Karte, mehr Forstwirtschaft, neuen Fahrzeugen und einer Bootswerft. Deswegen findet ihr in unserem Heft 148 Seiten voller Guides zur neuen Erweiterung und allen bisher erschienenen DLCs. GameStar hat einen echten Forstwirt aus dem Wald geholt, um über die neue Karte mit Forstwirtschaftsfokus zu sprechen. Es gibt ein XXL-Doppelposter und einen Code für 3 Fahrzeuge. Und falls ihr gerade auf der Suche nach einem neuen PC seid, haben wir da auch eine Empfehlung aus dem eigenen Haus. Die GameStar PC 25 Jahre Edition. Die kennt ihr zwar schon, aber gerade gibt es 2 Spiele gratis zum Kauf dazu. Bis einschließlich 8.12. ist Warhammer 40k Darktide in der Imperial Edition dabei. Und, ein bisschen länger, die Uncharted Legacy of Thieves Collection bis zum 31.12. Teilnehmender PC, also der, mit dem ihr die Spiele bekommt, ist die GameStar PC 25 Jahre Platin Edition. Mit einer RTX 3080, Ryzen 9 5900X und 32 GB RAM. Und dann wurde für heute Abend noch ein Gameplay-Showcase für Hogwarts Legacy angekündigt. Mal sehen, was es da so Neues gibt. Tatsächliches live gespieltes Gameplay wäre eine absolute Premiere und könnte endlich Antworten auf ein paar Fragen geben, unter anderem, wie beliebt die Open World wirklich sein soll. Taming Fantastic Beasts. Das waren die News für diese Woche. Es ist schon Freitag. Krass. Hoffentlich habt ihr was Neues gelernt. Wenn nicht, kommt heute ein wenig bekannter Fakt des Tages von unserem Praktikanten Fabi. 1891 schrieb die Französische Akademie der Wissenschaften einen Preis von 100.000 Francs aus. Das Preisgeld wurde von einer reichen Witwe an die Akademie vererbt und sollte an die Person gehen, die einen Weg findet, mit anderen Planeten zu kommunizieren. Dabei wurde Mars ausdrücklich ausgelassen. Die Dame war nämlich überzeugt, dass es auf dem Mars Leben gäbe, das unserem so ähnlich sei, dass Kontakt mit denen eigentlich keine Herausforderung sei. Grund dafür waren unter anderem die sogenannten Marskanäle, die man damals für Bauten auf dem Mars hielt, die aber keiner checken konnte, weil die Teleskope noch nicht gut genug waren. Wahrscheinlich waren es eher die Schatten der Blutgefäße auf unseren eigenen Augen. Sorry, Mars. Oh, und falls ihr euch fragt, wer den Preis am Ende bekommen hat, Nikola Tesla. Der hat bei seinen Radioexperimenten 1899 seltsame Geräusche gehört. Klar, das waren wahrscheinlich eher die Geräusche aus dem Magnetfeld der Erde, aber das wusste die Witwe ja nicht. Wenn euch die News gefallen haben, könnt ihr gerne ein Like dalassen. Müsst ihr aber nicht. Wir sind ja auch nächste Woche noch wieder da. Dann aber mit Natascha. Die ist nämlich auch wieder da. Vielen Dank für die lieben Kommentare. Dank euch haben die News doppelt so viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch was gucken möchtet jetzt, dann kann ich euch Lennarts PSVR 2 Video empfehlen. Das ist fast eine halbe Stunde lang und richtig, richtig ausführlich. Oder ihr nehmt dieses Video, das hat der Algorithmus nämlich extra für euch rausgesucht. Habt ein schönes Wochenende und bis bald.